So, ich grüße euch aus Güstrow. Ich habe mir jetzt die 3 Stunden hier hoch angetan, weil wir wollten ja auch mal ein bisschen was anderes sehen. Nicht immer nur so den Süden und Sachsen-Anhalt und so. Wir sind jetzt einfach mal in Mecklenburg unterwegs und schauen uns mal so ein bisschen die Küstenregion an hier, wie das hier so aussieht. In Güstrow direkt war ich auch noch nie. Bin nur öfters mal Richtung Rostock hochgefahren, an Güstrow vorbei, aber sonst das Ganze hier kenne ich auch noch nicht. Müssen wir mal schauen. Wir holen uns jetzt einfach mal einen Eindruck und fahren jetzt erstmal Richtung, ja, keine Ahnung. Steht alles da. Ihr müsst nur lesen. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, also ich bin hier komplett blind, ja, wenn man das immer noch so sagt, wie früher, ich weiß ja noch, die guten alten Games-Zeiten, aber jetzt bin ich ja spezialisiert auf, was ich gerne mache hier mit Autofahren und so. Macht mir ganz viel Spaß. Deswegen mache ich lieber sowas als wie Gaming auf meinem Kanal. Ja, ja, wer mich alles so von früher noch verfolgt, der weiß ja, was ich früher alles so gemacht habe. Aber ein bisschen muss ja auch mal sein. So, wir fahren jetzt hier die L14 Richtung, naja, Nordwesten, so kann man es sagen. So ungefähr. Ich hoffe, die Kamera ist alles so, wie es sein soll. Ansonsten ist es mir auch egal. Nein. So, ganz entspannt. Wir haben jetzt endlich wieder schönes Wetter. Lange ist es ja her, wo ich mal so ein Video gemacht habe. Ich glaube im November das letzte Mal, wo das letzte Mal die Sonne war. Wir hatten ja jetzt 3 Monate lang nur Regen gehabt und jetzt haben wir endlich wieder die Sonne. Und da habe ich mir gedacht, musste einfach mal wieder ein bisschen. Ihr wisst Bescheid. So. Jetzt halte ich die Schnauze und jetzt können wir ein bisschen die Fahrt genießen. So, jetzt muss ich trotzdem erstmal gucken hier. Zwischendurch werde ich mal was labern, aber ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Ich kenne mich hier nicht aus. Wir fahren jetzt hier Richtung Schwan oder wie das heißt. Irgendwie so, keine Ahnung. Guck mal, wir sind hier in Indien. Hier laufen die Leute links und rechts. Ah, hör mir auf doch. Pass auf, der sieht mich nicht. Pass auf. Ich habe schon gedacht, der parkt da. Ja, auch bescheuert. Wie kann man so parken da? Naja, egal. Wir genießen jetzt die Fahrt. Guckt euch mal hier die schöne Landschaft an. Herrlich.
eine ganz kurze Sache. Wenn ihr Bock habt irgendwann mal, könnt ihr mir gerne Kommentare schreiben, wenn ich mal so irgendwie nicht nur Landschaft, sondern auch mal so durch Städte fahren soll. Also so größere Städte halt einfach mal, wie ja, Hamburg oder Hamburg ist eine schöne Stadt auf jeden Fall. Oder Rostock, was ja hier gleich um die Ecke liegt. Ja, das schaffe ich heute leider nicht. Das war heute auch nicht so mein Plan. Also, naja, halb, halb. Wenn ich schaffe, vielleicht schaffe ich noch bis nach Rostock, aber ich glaube nicht. Müssen wir mal gucken hier, weil ich bin ziemlich spät heute losgefahren. Ja, weil ich Missverständnis hatte hier mit meinem Schlüssel. War ein bisschen scheiße, ich habe den nicht gefunden. Jetzt habe ich meinen Ersatzschlüssel hier. Ich muss meinen anderen Schlüssel noch suchen. Naja, wir fahren mal entspannt weiter hier. Auf jeden Fall eine schöne Gegend hier, wie ich finde.
die arme Sau mit seinem Koffer hier. Boah, die arme Sau, Junge. Oh, Junge, Alter. Nee. Jetzt sind wir gleich im Bützow. Wie entspannt. Ey, die Strecke war ganz gut, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Jo. Alter. Ach, hier ist eine Bahnstrecke. Guck an. Jetzt sind wir in Wolken. Stadt Bützow. Gehört zur Stadt. Alter, wir sind hier, ich glaube, wir sind hier wirklich fast kurz vor der Küste. Kann das sein? Ich glaube, weit ist das nicht mehr. Rostock, 40 Kilometer. Müssen aber nach links. Ich habe keine Ahnung. War ich hier schon mal? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also man denkt ja, ich war schon überall, aber dem ist nicht so, ne? Bützow, Landkreis Rostock. Also, ich bin hier wirklich überfragt. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich geradeaus muss. Ach du Scheiße. Ach du Heilige, ich weiß es nicht. Das ist eine sehr komische Straße hier. Aus wie Amerika hier. Die Straßen sind doch da so. Wir sind auf jeden Fall noch auf der L14, sagt mein Navi. Schwerin ist hier gesperrt. Aber wir fahren geradeaus. Richtung Wismar ist sogar richtig. Richtung Wismar, doch. Richtung Wismar ist auf jeden Fall. Ja, schon unheimlich hier. Passt ja die Musik. Naja. Ich finde das hier auch unheimlich. Wenn ich mich hier nicht auskenne. Jetzt sind wir auf der. Okay, Freunde.